Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem wunderschönen Kanal bei Angelmalte. In dieser Videoreihe, die jetzt folgt, wird es einmal über die Aufzucht des Tigersalamanders gehen. Ich habe hier schon mal einen am Start. Da es heute ja auch die erste Folge ist, werden wir uns die Tiere kurz nach dem Schlupf angucken. Besonders viel sieht man hier ja jetzt nicht, aber hier geht auf jeden Fall an der Stelle ein Gruß an meinen Kumpel Jensen raus, der mir die Eier geschenkt hat. Ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt einfach mal, wie ich es dazu gebracht habe, dass die Tiere auch geschlüpft sind. Als erstes habe ich mir hier diesen Maurerkübel genommen, weil ich kein Aquarium mehr frei hatte. Und dort habe ich dann die Stöcker mit den Eiern reingepackt. Am nächsten Step habe ich das Ganze auf eine Position gestellt, wo die Wassertemperatur tagsüber mindestens 15 Grad beträgt, damit die Eier nicht gammeln. Danach habe ich ein paar Wasserflöhe in das Becken reingetan, damit die Tiere nach dem Schlüpfen was zu fressen haben. Nach ein paar Tagen bemerkte ich, dass sich die Wasserflöhe vermehrten. Das war gut, denn Wasserflöhe reinigen das Wasser und außerdem haben die Tiere so genug Futter in den ersten Tagen. Nach ca. 4 Wochen war es dann endlich soweit. Die Tiere waren geschlüpft. Jetzt ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Tiere in den ersten Tagen genug Futter bekommen, damit sie keinen Kannibalismus betreiben. Des Weiteren ist es auch gut, um den Kannibalismus zu vermeiden, dass man die Tiere nach 1-2 Wochen trennt. So Leute, das war's auch schon wieder mit dem ersten Video dieser Videoreihe. Vergesst nicht, unten einen Daumen hoch da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat, hier zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst, hier das letzte Video zu gucken und hier das nächste Video zu gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich euch Tschüss.